Es ist ein unfassbar schlechter Zustand, in dem ein 12-Jähriger im vergangenen November in ein Waldviertler Krankenhaus gebracht wird. Unterernährt und stark unterkühlt mit einer Körpertemperatur unter 27 Grad fällt das Kind ins Koma und kämpft um sein Leben. Eine Sozialarbeiterin findet den Burschen in diesem Zustand und alarmiert die Rettung. Die Polizei nimmt die Mutter des Buben fest und beginnt zu ermitteln. Da hat sich dann herausgestellt, dass eben die Mutter ihren 12-jährigen Sohn immer wieder geschlagen hat, ihn auch in eine Hundebox gesperrt hat, zuvor geknebelt und immer wieder auch kaltes Wasser über diese Hundebox geschüttet hat. Sie hat dann auch das Fenster geöffnet und hat eben den Sohn in Gefahr gebracht, dass er eben dort erfriert. Deswegen ermittelt die Polizei auch wegen versuchten Mordes. Dass der Fall erst jetzt bekannt wird, hat die Ursache, dass die 32-jährige Mutter eine Grundrechtsbeschwerde gegen ihre Untersuchungshaft eingereicht hat. Diese wurde abgewiesen. Denn das Gericht vermutet, dass die 32-jährige eine gefährliche und geisteskranke Sadistin ist. Die psychiatrische Sachverständige hatte bereits mit solchen TäterInnen zu tun. In ähnlich gearteten Fällen, kann ich nur sagen, ist davon auszugehen, dass für diese Mutter das Kind ein sogenannter Giftbehälter ist, wie wir das nennen. Das heißt, das Kind kriegt die ganzen Aggressionen, Frustrationen ab, die die Mutter verspürt, die sie dann rechtfertigt als Züchtigungsmaßnahmen und Erziehungsmaßnahmen. Auffallen muss so eine Misshandlung nicht unbedingt. Sadistisch tätige Mütter und Väter können im Alltag oft unauffällig sein, weil sie sich anderen gewissermaßen, die über ihnen stehen, manchmal auch unterordnen. Inzwischen hat sich der 12-Jährige von der wochenlangen brutalen Folter körperlich erholt. Mit den psychischen Schäden kämpft er allerdings weiter.